Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind in der letzten Folge an Alpha Centauri angedockt und wir werden jetzt erstmal alle Leute schön verschieben. Jetzt müsst ihr normalerweise hier mit Crew transferieren gehen. Aber wir sollten vielleicht hier Luke öffnen machen. Und hier auch Luke öffnen. Dann sollte das jetzt reachable sein, hoffe ich mal. Crew transferieren, Transfer. Warum ist es not reachable? Hä? Dann macht ihr halt ein EVA bitte. Hallo Fliege. Genau, erst die erste an. Erstmal wieder schauen, welche Richtung muss ich denn fliegen? Nein, au, der Kopf, ouchi. Flieg mal zur Tür da bitte. Die scheint irgendwie zu blockieren. Erstmal Alien-Film nachspielen. So, wer ist jetzt wo? Ich hasse es, warum funktioniert das nicht? So, wer wird alles da drin noch? Alter, das ist wie Bob und Tildor. Dann tun wir als nächstes Bob EVA lassen. Alter, Fliege, geh mir nicht auf den Sack. Ich fliege jetzt gerade relativ hochmäßig. Fliege, lass mich in Ruhe. Fliege, Alter. So kann man sich doch nicht konzentrieren, wenn eine Fliege dauernd einen bumst. Kann nicht betreten werden. Das ist nicht gut. Kannst du dich kurz transferieren lassen, bitte? Und warum hängt das Ding da unten in der Ecke? Egal. Nein, oh Gott. Crew-Transfer, Transfer, bitte. Geil, das Ding ist wieder verpackt. Wieso denn? Keine Crew auf dem Teil. Ja, ich hab's bemerkt, aber irgendwie darf ich ja nicht von A nach B transferieren. Was ist das? Ist das irgendein Pressure Crew Trap? Wir fliegen. Stirb jetzt. Ach man, ich hasse es. Warum gehen denn diese Teile nie, wenn man sie braucht? Crew Transfer. Können wir dich einmal kurz, keine Ahnung, inflaten oder sowas? Inventory ist hier nichts drin. TV läuft, TV gestoppt, Inventory, Licht an. Alter, gibt's doch gar nicht. Na gut, dann muss Bob wieder fürs Essen zurück. Dann müssen wir als nächstes einfach diesen Mod ausschalten. Das tut mir echt leid, weil ich hätte den echt gerne weiter verwendet, aber der macht null Sinn, wenn er nur buggt. Wenn was buggt, muss es halt weg. Und in diesem Fall ist es der Crew Transfer Mod. Irgendwie buggt er einfach. Hätte ich schon früher machen sollen, ne? Aber wer weiß, ist ja wurscht. Wir lassen uns in dieser Folge nicht aufhalten, unsere Mission durchzuführen. Als erstes wird mal hier das Triebwerk ausgeschaltet. Dann schauen wir uns die Flugbahn an. Und planen erstmal ein schönes Manöver zurück zu Kerbin. Das scheint so der tiefste Punkt zu sein.
Will gar nicht so hoch. So 400.000 wäre so das Ziel. Immer so, perfekt. Und jetzt muss ich dieses Riesending ausrichten. Aber es kann es echt gut. Und das ohne RCS sogar zu aktivieren. Alter, diese Fliege, ich kill die nachher, ich sag's euch. Wir sind ja eigentlich überall RCS fast dran. Aber ja. Das blöde Fliege, du stirbst heute Nacht noch, wie es scheint. Die hat den Tod gewählt, ich sag's euch, die hat den Tod gewählt. So, wir machen jetzt überall das Licht an. Macht die Lichter an, macht die Lichter an, ey, macht die Lichter an, macht die Lichter an, macht die Lichter an, na 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 na. So, Raumschiff richtet sich aus. Schubzeit sind 26 Sekunden. Mich würde interessieren, welche sind das? Das sind die. Ich würde die ja alle ausschalten am äußeren Rand aktuell. Triebwerk ausschalten, Triebwerk ausschalten. Triebwerk ausschalten. Triebwerk ausschalten, Triebwerk ausschalten. Ausschalten. Nun ist es zwar ein Minutenburn, aber wir sparen uns ein paar Triebwerke. Obwohl, vielleicht ist das eine ganz doofe Idee. Dann sagen wir eher, wir machen die inneren aus. Lassen die äußeren laufen. Genau, wieder hochfahren. Triebwerke sind hochgefahren. 39 Sekunden. Carbon Dioxide, ja, das hat bis jetzt gefehlt. Ladung unendlich. Mäßiger Strahlung als gesetzter Rest für mehrere Jahre. 39 Jahre, 36 Jahre, 55 Jahre. Also davon sollten sie jetzt genug haben, hoffentlich. Food ist aber auch noch voll, ja. Hier vorspulen. Und wir sehen schon. Die Fliege geht mir richtig auf den Sack gerade. Ich habe die gleich aus der Küche mitgenommen, ey. Gibt's auch gar nicht. Komm, geht's in die Küche, hast du schon wieder eine Fliege an der Backe. Ey, Mann. Nachher verlässt dieses ganze Ding wieder den Mond. Nach Ewigkeiten. Gewähltes Modul einfahren, gewähltes Modul einfahren. Gewähltes Modul einfahren. Ich hasse es, wenn es zwischendurch abbricht und fliege. Wenn du mir jetzt vorne im Gesicht landest, dann kill ich dich. Alter. Diese Fliege geht mir auf den Sack. Alter, die ist doch Horror. Entspann dich. Batterien sind wieder aufgeladen. So, 2 Minuten noch. 1 Minute. Okay, wir haben gleich
Triebwerk können sich ready machen. Irgendwie scheint mir da was falsch. Oh fuck. RCS aktivieren. Alter. Du siehst nur überall an den die RCS-Thruster arbeiten. Immerhin Klasse C-Vorfall, over and out. Klasse C-Vorfall, over and out. Du siehst, wie es blinkt, das ist der Wahnsinn. Oh, ich hier überall. Ist das da drin? Ah, da drin ist die Monoschleife. Die muss ich nachher auch auftanken, einfach. Da würde ich dann gerne auch ein Two Stages Low Earth. Low Carbon Orbit Transport System testen. Und die Antriebe fahren hoch. Nun werden die Kabel mit hohem Druck durch das ganze System hier gepumpt. Das ist der Wahnsinn. Ich finde es immer noch so majestätisch, dieses riesige Ding, was hier fliegt. Es ist einfach majestätisch. Alpha Centauri ist wieder im Einsatz. Und macht sich bereit für seine erste Mission. Wer weiß, vielleicht für seine einzige Mission, aber für seine erste. Alles schaut noch gut aus. Wir kommen immer näher, perfekt. Na, 800. 600. Wir reduzieren den Thrust. Ist aus. Wir sind somit auf dem Rückflug Richtung Kerbin. Hierher vorspulen. Und verlassen nun mit Alpha Centauri in der Dunkelheit den Mond. Wir sind endlich wieder auf dem Heimweg. Mit unserem größten Schiff, das wir jemals gebaut haben. In einer riesigen Mission wurde das zweimal gebaut, nachdem das erste einen Fehler hatte, eigentlich denselben sogar. Sind wir nun wieder auf dem Weg zurück. Hier Alpha Centauri V2. Wir sind auf der Heimkehr von Mann. Bereitet eine Wiederkehrsfeier vor. Ja, Captain, eine Feier wird vorbereitet. Er sagt, wir hätten nur noch 600 MS übrig. What? Nach seinen Angaben reicht es nicht mal aus. Delta V Total Current 0. 2700 angeblich noch. Vessel?
Lass mal die zwei machen. Wir richten das aus. Und aktivieren für die Brennstage alle Triebwerke. Ich weiß gar nicht, von was ist jetzt der falsche. Die Crew bleibt eh fürs Erste oben. Die wird natürlich getauscht, bevor der Flug losgeht, beziehungsweise nochmal auf dem offenen Boden Informationsstunde gebracht. Aber dann werden die Körbels vorbereitet für den langen Flug. Fliege, geh weg, komm, oh, weg. Und ja, es wird dann auf jeden Fall weitergearbeitet an einer neuen Mission. Aber ich würde sagen, das warten wir jetzt noch ab. Wir sind kurz davor, hier hinzukommen. Und dann machen wir noch unseren Brennpunkt. Und dann haben wir wieder eine schöne lange Folge mit unserer ältesten Flugzeugwahnsinn. Ich weiß noch, was ich davon auf und reingesetzt habe, das zu designen. Klar, schaut sehr simpel aus, aber ich habe echt ein bisschen Mühe gegeben. Hier drin, die Stickstoffcontainer sind da drin verbaut. Ich habe da die falschen verbaut, natürlich. Deswegen haben wir die Docker hier draußen dann, die sich jetzt darum kümmern, dass hier die Luft schön aktuell bleibt. So. Hierher vorspulen. 3 Stunden fliegen sie jetzt zurück zu Körben und kreisen dann um Körben rum, während sie warten darauf, dass neue Missionen zurückkommen, um das Gerät aufzutanken, mit Monopropellern voll zu pumpen, die kleinen Länder anzubauen und natürlich auch einfach ready zu machen, damit Forschung durchgeführt werden kann. Alter, du blöde, die Fliege ist echt addicted, könnte man schon fast sagen, ne? Und wir sind kurz davor, den Punkt zu erreichen. Wir spulen noch mal ein bisschen vor. So, und hochfahren. Das komplette Triebwerksystem fährt vorbei. Böse Fliege. Böses Triebwerksystem, wollte ich sagen. Und dann fliegt mir die Fliege vor die Nase. Uncool. Wir sehen nur, wie langsam sich der Orbit verringert. Alter, man sieht nur dieses orange Licht. Schon wieder so viel. Alter, wie viel Liquid Methane haben wir denn schon wieder verbraucht? Leco Mio. Holy shit. Wir müssen ordentlich nachtanken. Richtig ordentlich. Heute hätten wir wahrscheinlich sogar schon ja, bessere Varianten. Das war eben damals unsere Variante, irgendwie weit wegzukommen. Man schaut, das ist eigentlich nur Treibstoff und das da vorne war der ganze Flugkörper. Eigentlich auch gar nicht so doof gedesignt gewesen damals. Aber wir brauchen jetzt allein 600 ms, um hier halt runter zu bremsen. Das ist natürlich schon ein bisschen uncool. So, wir sind jetzt 12 Sekunden drüber, haben die Hälfte geschafft. Die Tanks sind noch nicht mal zur Hälfte leer, okay, ja, das geht. Das geht, das geht. Der weiße Strich hat sich entweder unsichtbar gemacht oder ist wirklich verschwunden. Und wir sind auf jeden Fall in Körben angekommen. Damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.